Freunde von MoreTV, wir sind immer noch auf der ESL One hier in Frankfurt. Day 2, also zweiter Tag am Sonntag. Die ersten Spiele sind gespielt. Und am Stand von Need for Speed haben wir uns einfach mal den Dennis, a.k.a. Take, geschnappt. Hi. Moin. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ja, ich hatte eine sehr, sehr harte Nacht gestern. Natürlich hatte sie nur mit Arbeit zu tun, nichts anderem. Ganz klar natürlich. Selbstverständlich. Und nee, aber sonst geht's mir eigentlich sehr gut. Und freue mich hier auf den zweiten Tag. Läuft ja alles sehr gut. Gestern hat schon sehr viel Spaß gemacht. Stimmung ist geil. Stadion-Feeling tatsächlich aufgekommen und das vom Allerfeinsten. Ich bin gespannt, was heute noch geht. Für dich ja auch mal so eine andere Art Event. Du bist nicht am Arbeiten. Du kannst das ja auch voll und ganz genießen. Einfach diese Atmosphäre und dieses Feeling, einfach dabei zu sein. Auch mal ganz angenehm. Oder sagst du, na, ich arbeite dann doch lieber bei sowas? Ja, definitiv auch mal eine angenehme Sache. Ich meine, bis auf Partnertreffen, mal ein paar Meetings machen, ist das hier eher, sich das mal anschauen. Man kann frei entscheiden, was man macht, das ist immer ganz schön. Und ja, es ist ein bisschen wie Freizeit. Also es ist schon geil und macht einfach Spaß, weil man ja zwar im E-Sport arbeitet, ist aber natürlich auch mein Hobby und deswegen ist es mega geil, einfach mal die Zeit zu genießen und einfach mal zu gucken, was so geht. Kommen wir mal auf das Event hier zu sprechen. Wenn man das mal so vergleicht, Commerzmark Arena, ein Fußballstadion. Ich meine, wahrscheinlich wirst du auch diesen Satz kennen. Ich weiß nicht, wer ihn gesprochen hat. E-Sports will never fill stadiums. Und jetzt sind wir hier, gucken auf die Menge an Leuten, die sich das reinziehen, die zuschauen, die mitfiebern. Was sagst du zu diesem Satz? Wie vergleichst du dieses Event vor allen Dingen zu den vorigen Events, die du ja schon als alter Hase mitgemacht hast? Ja, es ist einfach der nächste Schritt gewesen, der nächste Step, nächster Milestone. Und das ist einfach der Hammer. Es ist einfach wir haben es auf ein anderes Level gebracht. Die ESL hat es auf ein anderes Level gebracht. Bevor ich auch immer meinen nicht vorhandenen Hut ziehe und muss sagen, das ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Es freut mich, das ist sehr, sehr wichtig, denn es hilft allen Leuten im E-Sport, vor allen Dingen auch in Deutschland. Und ich bin gespannt, denn das soll nicht das letzte Mal gewesen sein, so wie ich das gehört habe. Und ja, ich glaube, gestern waren es über 12.000 Leute, die sich über den Tag verteilt hier hingefunden haben. Das ist schon ziemlich geil. Also allein die Zahlen, wenn man sich das hier anschaut, vor Ort ist 12.000 Leute, die einfach nur mitfiebern, ihre Teams anfeuern. Auch diesen Fan-Charakter, den nimmt ihr immer weiter zu. Es ist unglaublich. Früher IFNGs, kennst du ja noch, da war es, man guckt zu, okay, mal hier ein Applaus. Aber hier ist es einfach wie ein Fußballspiel. Die Leute fiebern mit, die jubeln, die springen auf, feiern ihre Teams. Und bei mir erzeugt es immer Gänsehaut. Ja, definitiv. Das gleiche Gefühl hatte ich gestern auch ein, zwei Mal, wo ich dachte, wow. Jetzt geht's aber richtig ab. Also wenn die Leute je nach Szene dann komplett ausgerastet sind, das haut schon richtig rein und dann wird man wird ja einfach mitgezogen. Das ist ja wie beim Fußball oder wo auch immer. Wenn Leute dann einmal mitgezogen werden, dann sind die auch einfach durchgehend gut drauf. Dota 2, das Stichwort. Du auf Take TV, ihr habt es bei euch noch nicht im Programm. Ist da was geplant? Kommt da was? Wir haben es ja tatsächlich letztes Jahr mal probiert. Hat leider nicht funktioniert. Einziger Grund ist da einfach die Personalie, Leute zu finden, die bereit sind, da in den Markt komplett einzusteigen, Vollzeit und das Produkt auch voranzubringen und auch regelmäßig wirklich 5-6 Mal die Woche zu casten und Content zu generieren, Content zu suchen, abzusprechen, organisieren. Damals wollten wir das eingehen und auch in Vorkasse gehen sozusagen, aber leider hat sich niemand gefunden, der dann gesagt hat, ich ziehe das durch. Wir hatten es mit dem Epi probiert, der ja auch ein klasse Kerl ist tendenziell, aber da halt auch einen Job hatte und sich am Ende dagegen entschieden hat, den alten Job zu verlassen und dann in einen neuen reinzugehen, der halt auch natürlich gewisse Risiken mit sich bringt. Es ist keine Garantie, dass das alles funktioniert und reich wird man im E-Sport auch relativ schwer, außer man arbeitet 4000 Stunden. Und selbst dann wird man auch nicht reich, aber man kann davon leben und ich sag mal auch nicht unbedingt schlecht, wenn man halt einen guten Job macht. Guter Job und Job ist so ein bisschen auch das nächste Thema. Vermisst du deine Zeit als Gamer? Wenn du das hier so siehst, die Leute, wie die Teams bejubelt werden, wie sich eine Fanbase bildet in dieser Größenordnung, sagst du denn, ach Mensch, manchmal würde ich dann doch schon gerne meinen Stuhl vor der Kamera gegen den auf der Bühne tauschen? Ja, also muss ja realistisch bleiben, also in Warcraft 3 war ich ja schon ganz gut. Ich war nie der Allerbeste, aber ich war schon öfters mal auch auf den Finals und so weiter. Das heißt, man war zwischenzeitlich auch mal ganz relativ weit oben. Das heißt, man könnte ja rein theoretisch tatsächlich auch recht weit gekommen kommen. Ich meine, es gibt nur noch wenige, die aus der alten Zeit verblieben sind, so wie ein Hasops, der ungefähr damals auf einem ähnlichen Level war. Ja, es ist schon geil, ne? Und ich bin auch ein sehr ehrgeiziger Typ und ich ab und zu denke ich auch drüber nach, Mann, ab und zu reizt es einen dann doch mal richtig. Da kribbelt's noch. Aber wenn man überlegt, wie viel Zeit man investieren muss, dann klar, es geht, wenn man es, also ich bin dann entweder ganz oder gar nicht, das heißt, wenn, dann müsste ich komplett auf Gaming fokussieren, nur zocken und versuchen, da wieder gut zu werden, aber ich bin natürlich auch mittlerweile ein bisschen älter und so langsam ist die Zeit vorbei, zumindest was das Game auf allerhöchsten Level angeht. Aber ja, man denkt schon ab und zu drüber nach und da man ja auch Gamer ist aus Herzen, man vermisst es ab und zu und
macht halt, würde da glaube ich immer noch sehr viel Spaß machen. Ja, das glaube ich, gerade bei so einem Event. Kann ich schon verstehen, dass man als alter Gamer sagt, ah, na, nochmal die Bühne, nochmal die Bühne besuchen. Nächstes Thema, Dota 2 ist hier, Heroes of the Storm. Hier, wir betreiben ja auch More Heroes als Community-Seite für das zukünftige Blizzard MOBA. Hast du davon schon was gehört? Ja. Sagt dir der Name was? Ob mir Heroes of the Storm was sagt? Ja, ich habe es natürlich auch schon viel gespielt. Tatsächlich das erste MOBA, das ich wirklich auch mal ein bisschen intensiver angetestet habe. Ich habe noch nie LoL gespielt. Dota 2 habe ich, glaube ich, jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich das, also angeschaut habe ich mir sehr viel, aber habe ich das denn auch schon selber gespielt? Das muss ich gerade tatsächlich überlegen. In der habe ich das in der Anfangsphase vielleicht mal gespielt? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall bin ich nicht richtig drin. Und ich konnte nie die Zeit oder die Motivation finden, auch mich da richtig reinzufuchsen. Bei Heroes habe ich tatsächlich gedacht, okay, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ob es schlecht oder gut ist, spielt keine Rolle. Spiel es erstmal und manchmal musst du dem Spiel auch ein bisschen Zeit geben, um erstmal feststellen zu können, wie sehr gefällt es dir oder nicht. Und ich habe wirklich relativ viele Stunden investiert, auch Nächte mal durchgezockt und so. Es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Also ich muss sagen, ich hatte da richtig Bock drauf und ich sehe das Potenzial im Team, richtig Spaß zu haben. Also mit 5 Leuten da nebeneinander zu sitzen und einfach richtig durchzuzocken. Und da spricht der Gamer. Und da haben wir haben auch 5 Leute bei uns ja, die casten im Prinzip. Und die 5 nebeneinander in einer Live-Show und die daddeln den ganzen Tag, das kann ich mir sehr geil vorstellen. Und da hätte ich Bock drauf. Ja. Also es macht Spaß und ich habe einen guten Eindruck. Also ist ein anderes Spielprinzip, muss man ja auch mal so sagen. Ist zwar ein MOBA, aber auf eine andere Art und Weise. Gefällt mir sehr gut und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Also können wir vielleicht auch damit rechnen, dass bei Take TV vielleicht auch ein paar Cups ausgerichtet werden? Oder? Hundertprozentig. Also wenn nicht alles komplett in die Hose geht und alle Sponsoren sagen, nö, niemals und da will ich keinen Penny investieren in Preisgeld, was auch immer. Wir werden auf jeden Fall was machen, content-technisch auch mal ausprobieren. Dann trifft man sich sicherlich auch mal und da bin ich sehr gespannt. Also wir haben da Bock drauf, man muss halt gucken, wie die Kapazitäten sind. Aber ist auch noch ein Blizzard-Titel, was mir auch noch sehr entgegenkommt, weil wir natürlich auch einen guten Draht zu Blizzard haben. Und wie man ja munkelt, so langsam aber sicher wird sich in Heroes auch ein bisschen was tun. Also es wird jetzt mal ein bisschen angeschoben, glaube ich, in der nächsten Zeit. Es wird nicht mehr so lange dauern, das da auch von Blizzard. Ich meine, es ist eine Technical Alpha und genau das soll es auch sein. Es wird kein Drumherum gemacht derzeit. Man kann spielen und mehr nicht. Ich bin gespannt, was da so passiert. Ja, genau so geht das uns auch. Von daher, wir gucken mal. Wir sind sehr gespannt darauf, wie das Spiel angenommen wird von der Community Dota und LOL. Muss man leider sagen, wir sind intern im Team nicht so die großen LOL-Fans, weil bei uns ist so ein bisschen, LOL ist für Einsteiger und Dota für die Profis. Also bei uns ist aber was ist dann Heroes für dich? Heroes ist dann nochmal der Next Step. Da wird einfach nochmal mehr das Teamplay in Fokus gestellt und das macht es für uns dann nochmal einen Tick interessanter. Aber einsteigerfreundlich ist es auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also sehr einfach am Anfang, weil ich bin ja auch ein Noob gewesen in MOBAs. Also reinkommt tut man sehr einfach. Hard to Master sind glaube ich alle Spiele. Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, ich gebe dir genau recht, Teamplay wird da so verdammt, also jeder MOBA ist super wichtig im Teamplay, aber da wird es, glaube ich, noch mal ein bisschen wichtiger. Ganz genau, so sehen wir das auch. Ja, wir sind gespannt, was bei dir in Heroes rumkommt. Wir werden uns doch bestimmt noch mal wiedersehen. Eine Frage habe ich noch. Ja. CS. CS-Szene. Bist du da noch aktiv? Verfolgst du da das Geschehen? Man sieht bei euch ja auch CS nicht so viel. Wir machen tatsächlich in CS nichts. Gibt auch wenige Leute, die es machen. Der Einzige, der mir einfällt, den ich immer gerne sehe, ist der gute Knochen. Ja. Der noch aktiv, halbwegs aktiv ist vor der Kamera. Der Mann arbeitet ja auch sehr, sehr viel hinter der Kamera. Ich verfolge die Szene tatsächlich ein wenig. Ich war ja auch auf der DreamHack und habe natürlich auch da das CS-Event gesehen, was ja auch schon ganz fett war. Ich finde CS auch immer noch interessant. Ich habe ja damals so mit StarCraft und CS in den Zeiten angefangen. So ein bisschen. Ich bin zwar ein alter Hase, aber nicht ein ganz alter Hase. Ganz alter Hase heißt, ich meine, ich habe auch die Quake-Zeiten mitbekommen, aber ich habe da nie was gemacht. Das sind ja eigentlich die ganz alten Zeiten. Ja. Das sind die ganz Oldschool-Zeiten. Die meisten hier zuschauen haben da gar keine Ahnung mehr von. Wahrscheinlich. Und, zu alt. Selbst da war ich ein Küken sozusagen und da gab es schon sozusagen die Alten. CS, ja, also ich finde es sehr interessant. Ich habe tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt, ob man es nicht mal probieren sollte, so ein CS-Event auf den HSC zu münzen, weil die Szene in CS und auch die Charaktere sehr erfahren sind und auch sehr lustige Leute und erfahrene Leute sind, die, glaube ich, für sowas zu haben sind. Ich weiß nicht, also muss ich mal anschauen. Es gibt halt keine regelmäßige, ich habe das Gefühl, es gibt nicht so diese Daily Community. Ja. Große Community, wenn große Events sind, ja, ist mittlerweile da. Aber so für den Alltag, es gibt halt noch niemanden, der 7 Tage, zumindest in Deutschland gibt es auf jeden Fall, fällt mir keiner ein, der 7 Tage die Woche Counter-Strike cast und auch ein bisschen was an Zuschauern hat. International fällt mir da jetzt auch keiner ein, ich bin nicht zu sehr im Thema drin. Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich habe es halt nur angesprochen, weil ich das immer auch so ein bisschen jetzt mit der DreamHack verglichen habe, mit der CS-Szene, so der MOBA-Bereich, der einfach nur stark wächst und CS als E-Sports-Urgestein. Ich meine, damit
E-Sports an, wenn wir mal ehrlich sind. Warcraft 3 kam danach, Starcraft und sowas und CS ist einfach immer das Ding. Und ich versuche das immer so zu vergleichen mit diesen Evolutionsschritten, auch in der Größe der Events. Und ja, also daher. CS kommt ja ein bisschen wieder, muss man ja sagen. CSGO, die Zahlen sind stark gestiegen. Ich würde mich freuen, weil ich denke, ein Ego-Shooter hat seinen Platz im E-Sport verdient und CSGO ist einer der wenigen Titel, die da auch was machen können, ehrlich gesagt. Es gibt ja wenig, das E-Sport tauglich ist. Das denke ich auch. Eine Frage habe ich noch und zwar, macht ihr ja viel deutschen Content. Ist da irgendwie mal abzusehen, dass ihr auch ein bisschen internationaler werdet, das Ganze auf Englisch castet, mehr auch in die Breite geht, was Events so angeht, dass ihr sagt, okay, hier, pass auf, wir machen jetzt die meisten Shows auf Englisch. Also TankTV steht ja dafür, dass wir vor allen Dingen deutschsprachig unterwegs sind. Das ist auch unser Markt, sag ich mal. Wir machen das gerne im deutschen Bereich. Ich verliere ja auch meinen Humor im Englischen, was sehr schade ist. Sonst würde ich es auch, sicherlich auch mal im Englischen machen. Das ist einer der größten Gründe, wieso ich es nicht mache. Selbst wenn du ein gutes Englisch hast und mein Englisch ist mittelmäßig. Wenn du nicht Native Speaker bist, verlierst du halt viel Humor, weil du es einfach nicht umgesetzt kriegst. Und das dadurch, dass TankTV auch ein bisschen Entertainment ist und nicht eben nur solide die Show runtercasten, fertig, würde das halt sehr traurig sein. Und das ist bei den deutschen Castern, die wir haben, halt bei jedem so. Keiner von uns ist im Englischen so stark, dass er sagen kann, easy, ich mache auf Englisch die besten Witze der Welt und kann mich genauso authentisch zeigen, wie ich halt bin. Wir machen Hearthstone mittlerweile mindestens derzeit auf Englisch, was die großen Ligen und so angeht. Wollen aber natürlich gerne auch was auf Deutsch machen. Sowas wie BlizzCon steht ja auch vor der Tür. Da werden wir sicherlich den deutschen Cast machen. Langfristig kann man nie wissen, was so passiert. Also der E-Sport ist sehr global und es könnte sich ein bisschen was entwickeln. Aber derzeit Fokus deutschsprachig und ein bisschen Englisch. Vor allem große Events halt. Aber wenn sich die Option ergibt und wir denken, das macht Sinn, dann sagen wir auch nicht nein. Aber der Fokus und die Strategie ist so ein bisschen, wir wollen fokussieren auf Deutsch. Da wollen wir Ansprechpartner Nummer 1 sein. Da sollen die Leute sagen, ja klar, hier Deutschland, da müssen wir eigentlich zu TankTV gehen. Ja, ich glaube, das habt ihr auch ziemlich gut geschafft. Also TankTV ist ein Name, jeder kennt ihn eigentlich, der irgendwie so ein bisschen E-Sports begeistert ist. Danke dir für das Interview. Bitte. Und die letzten Worte sind für dich. Alle, die jetzt gerade hier zuschauen und nicht vor Ort sind, ihr habt auch irgendwas verpasst. Für jeden E-Sport-Begeisterten, sowas sollte man sich angeschaut haben, auch wenn man kein Dota-Fan ist. Glaube ich, ist es aber eine gute Erfahrung und ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Informationen geben und man sieht sich irgendwann wieder. Vielen Dank.